Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntnis-Kanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. In dieser Videoserie geht es um das Sternzeichen Jungfrau und jetzt insbesondere um die Sonnenseiten der Jungfrau. Viele kennen vielleicht eher die Schattenseiten, aber jetzt haben wir mal die Sonnenseiten. Nun, die Sonnenseiten der Jungfrau besteht darin, dass sie zum Beispiel sehr ordentlich ist. Sie hat eine Liebe zum Detail. Das, was andere überhaupt nicht wahrnehmen, sieht sie. Sie sieht an und für sich alles. Also sehr ordentlich, sehr pflichtbewusst. Sehr, ja, ihre Pflichten erledigt sie wirklich sehr akribisch. Also alle Berufe wie Buchhaltung etc., wo man so genau sein muss, das wären gute Tätigkeiten für eine Jungfrau. Die Jungfrau interessiert sich jedoch auch für die Themen Gesundheit, Ernährung, alle Bereiche, wo man etwas verbessern kann. Das sind Jungfrau-Themen. Es geht der Jungfrau letztlich darum, immer wieder etwas zu verbessern, noch besser zu machen, noch besser zu machen und noch besser zu machen. Das ist die Jungfrau. Also wenn jemand eine ordentliche, pflichtbewusste Mitarbeiterin oder einen ordentlichen, pflichtbewussten Mitarbeiter sucht, wo Überstunden kein Problem sind, er macht das gerne, er tut seine Pflichten auch übererfüllen, dann ist er ja mit einer Jungfrau-Persönlichkeit sehr, sehr gut bedient. Wenn du jetzt wissen willst, ob die Jungfrau in deinem Horoskop eine dominante Rolle spielt, klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Du wirst auf ein Formular weitergeleitet, wo du mir deine Geburtsdaten mitteilen kannst und ich lasse dich dann gratis wissen, inwieweit die Jungfrau bei dir dominant ist. Du sollst wissen, in der indischen Astrologie spielt das Sternzeichen der Sonne, was wir hier so kennen, gar keine so wichtige Rolle. Viel wichtiger ist der Mond und das Sternzeichen, in dem er sich befindet, und der Aszendent. Der Aszendent beschreibt deinen Lebensweg und der Mond dein wahres inneres Wesen. Natürlich kann auch eine Häufung von Planeten in einem Zeichen dieses Zeichen deutlich in dein Leben bringen. Wie gesagt, ob die Jungfrau eine Rolle spielt, erfährst du, wenn du mir deine Angaben sendest, die natürlich vertraulich behandelt werden und nur von mir verwendet werden. In diesem Sinne, alles Liebe erstmal und ciao, ciao!